Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir durch den Morgana-Wald. War richtig? Ja, geil. Wir haben noch nicht mal nachgeguckt vorher. Durch den Morgana-Wald gestreift, haben uns ein bisschen hier durchgekämpft durch ein paar normale Gegner und haben einen Boss erledigt. Wie nennt man diese Viecher nochmal? Heuschrecke, ne? Nee, nicht Heuschrecke. Gottesanbeter, meine Güte. Und ja, wir haben Nico wieder getroffen, welche, weiß ich nicht, wie war halt noch mal mit der Beziehung zwischen den beiden, die wollten einander heiraten oder irgendwie so was als Kinder. Ne, da waren die ja noch nicht mal Kinder, aber Teenager. Da Diomona war da im Spiel, nehme ich an. Und ja, die haben wir wieder getroffen, die Nico, und jetzt gehen wir nach Abal, also wer wird's alte Heimat, und gucken uns mal an, was da los ist. Wir haben ja in den ersten Folgen da alle abgemetzelt, versehentlich. Ich möchte nur sagen. Und aus irgendeinem Grund sind alle, also ob alle am Leben sind, ist man nicht, aber Nico ist am Leben. Und sie sagt, sie erzählt es allen, dass Velvet noch am Leben ist. Also nehme ich mal an, alle sind noch am Leben. Wo wir sie alle abgeschlachtet haben in den ersten Folgen. Also ja, keine Ahnung, wissen wir noch nicht, was hier los ist, aber werden wir ja hoffentlich noch rausfinden. In den nächsten Parts, oder vielleicht sogar noch heute. In diesem Part. So. Wir kriegen aber auch echt eine Menge Schaden hier in den Kämpfen. Aber wir kriegen auch eine Menge Erfahrungspunkte, also das ist nicht so schlimm. Ich möchte nur so schnell. Aua. Oh Gott, das sind die Viecher, die mir so viel abziehen, ne? Und jetzt noch. So. Ja, Gott. 607, das ist noch genug. Quartstiefel, perfekt. Dann können wir wieder den Männern irgendwas geben. Doch, Quartstiefel kann jeder tragen. Verdammter Dreck. Rokoro, du hast nichts mehr, ne? Art Angriff, Art Verteidigung. Alles nicht so gut. Verteidigung, Art Verteidigung, ne? Angriff, ja. Ich sollte eigentlich besser die neuesten Sachen hier ausrüsten, weil es ganz schön, da guck mal, wie viel Wert ich hier hochkriege. So. Boah, wieso mache ich das jetzt die ganze Zeit? So, was gibt mir Dingens? Wer muss überhaupt noch hier Stiefel leveln? Was? Oh, sag mir das doch. Wenn ich hier noch so eine ab Verteilung bei 10. Ich mag diesen Effekt nicht. So, Magilo. Das Damen, ja, das Damenschuhe. Hast du noch irgendwas? Da war noch irgendwas. Nee, Läufer Glück noch. Okay, dann mach du das. Wohl Betäubung, das ist jetzt nicht so was für sie. Ist mehr was für ihn, genau. Ja, so ja, alles, was mit Betäubung zu tun hat hier mit seinen einen Angriff hier. Dann verwalte sich ein Dach und spuckt Feuer und dann geil. Oh, ich habe schon wieder, ja, deutsche Sprache mäßig auf dem höchsten Niveau. So, wollte schon sagen, wenn das nicht geklappt hat. Stich und Schlag und Schuss. Hätte mich ein bisschen gefreut, wenn ich mehrere davon getroffen hätte, aber was soll's. Wo seid ihr? Wo sind die Gegner? Da, da sind die Gegner. Was machst du da in der Ecke? Ich greife an. Ich bin Berserker. Kennt ihr nicht den Namen dieses Spiels? So, nichts gelernt. Keine Truhe mehr. Okay. Wo ist dieser verdammte Baum hier? Ich muss nur so einen Baum aktivieren. Gehört hat noch zu dem Gebiet, da ist ein Speicherpunkt. Gehört hat noch zu dem Gebiet, wenn ich hier reingehe. Wenn ich im östlichen Morgana, weil dieses Baumding hier finde, komme ich dann trotzdem hier mein Geobot auch im westlichen Teil. Jetzt betäubt sie wie bekloppt. Ja, jetzt betäubt sie wie bekloppt.
beim Bosskampf, wo ich dann am meisten brauche, ging das natürlich wieder nicht. Auf der Kappe. Stört mich. Mit dem Mystikarzt irgendwie verstehe ich das nicht. Hey. Oh Gott, wechseln. Nein, das wollte ich eigentlich wechseln. Verdammt, Dreck. Na, ich wollte meine Mystik halt einsetzen, aber es ging schon wieder nicht. Jemand kommt immer dazwischen. Wir sei zwei Sachen gelernt, geil. Boom. Du hast alles jetzt, ne? Ja. Fähigkeit gegen Drachen, Fokus. Irgendwas hier vielleicht da, das gibt doch Art. Angriffskraft, Fokus braucht sie nicht, Entschuldigung. Ja, und du brauchst noch den Quarzbeutel. Den ja. Gut, langsam füllt sich das wieder so mit den Sachen, die wir nicht mehr ausrüsten müssen. Das heißt, das Wandern durch den ganzen Gegenden wird auch ein bisschen einfacher. Weniger Zeit aufwendig. Wir sind schon wieder die Gegner. Schon alle weg hier? Alter. Alter. Wie schnell waren die hier noch einmal weg? Cool. Warum sehe ich das Gebiet schon auf der Karte, aber oh hi, die Dinger brauche ich ausnahmsweise mal. Joink. Letzte Ding hat 275 oder so gekostet, letzte Truhe. Also sollte ich vielleicht alles mitnehmen, was ich gebrauchen kann. Ich meine, mache ich sowieso, aber muss mal irgendwann offscreen echt durch die Gegend rennen und einfach nur sammeln. So, wo gehe ich als nächstes? Nach unten, ne? Da ist vielleicht eine Sackgasse und da ist vielleicht was. Ich weiß nicht, warum ich die Sachen am Boden überhaupt noch aufsammle. Das ist eigentlich nie irgendwas Besonderes. So, da ist schon wieder so ein Geoboard-Teil, aber ich habe immer noch nicht den Baum gefunden. Dreck. Ja, geht weg. Hier gibt es viele Seelen. Sollte ich vielleicht auch mal irgendwann benutzen, die Kräuter, aber kennt man ja. Wer schon einige Tales of Let's Plays von mir gesehen hat, der weiß, Seelenflasche, was ist das? Ah, okay, drei Seelen im Kampf, cool. Und da Dreck, wo ist der Baum? Wahrscheinlich wieder am allerletzten Ort, ne? Wenn ich den ganzen Weg hier wieder zurückrenne, das sieht schon wieder aus, als wäre ein vollkommen neues Gebiet. Was? Sieh dich in der Ball um, okay. Irgendwie gelesen, stell dich in der Ball hin oder irgendwie so. Stell dich irgendwie in die Stadt rein. Dorf. Dorf, ne? Ja, Dorf. Gut. Dann sag mal. Und da ist eine Katztruhe, oh Gott. Und ich werde nicht genug haben, ne? Nein, sieben Dinger, ey, willst du mich auf den Arm nehmen? Also wird auf der Karte verzeichnet, so, sehr gut. Das ist das erste Mal, dass ich irgendwie eine Katztruhe gefunden habe und ich hatte nicht genug Seelen. Und das nach 80 Stunden. Sie wird dafür sorgen, oder was? Wenn das Dorf nicht so aussieht, wie ich es in Erinnerung habe, dann werde ich sie ihm nachstellen. Ja,
Komm, eine Seele. Und das ist blöd, Geoteil, sehe ich doch. Boink. So. Wee. Ja, ich habe 252 Seelen, glaube ich. Jetzt gibt mir diese blöde Truhe. Ich sage natürlich an eine vorbeilaufe. Ich habe schon gewusst, dass hier irgendwo ein Wald kommt. Ja, so in jedem Gebiet, glaube ich. So. Da müssen wir noch mal hier kurz zurück, da lang, da lang, da lang und gucken, was da noch ist, weil wir können es ja jetzt. Das ist wahrscheinlich die letzte Truhe noch, ne? Ich möchte mal gern irgendwie so, weiß ich nicht, kann man da überhaupt nachgucken, sag mal Spielerdaten, ja, aber da sehe ich ja nicht, wie viel noch übrig ist. Hier so entdeckte Gegner, Objekte und so. Also so 141 von. Also dass ich im Maximalwert sehen kann. Weil wenn ich den sehen könnte, dann könnte ich so irgendwie vermuten, wie lange das Spiel noch ist. Also was ich so weiß, ist, dass man immer so Level 60, 65 ist, wenn man gerade beim Endboss ist. Also danach gehe ich jetzt so ungefähr. Also ich bin Level 42 mit meinen Charakteren. Ah, okay. Stimmt, und bin ich gar nicht nachgegangen. Ich bin halt Level 42 mit meinen Charakteren. Das heißt, wir haben so 40%. Nee. Geht doch nicht so. 60-70% des Spiels abgeschlossen, ne? Weil ich bin immer so Level 65 ungefähr, wenn ich im Final Boss bin. Also danach gehe ich im Moment. Aber man weiß ja nicht. Vielleicht bin ich ja schon näher am Ende dran, als ich denke. Aber ich habe ja auch schon viel Offscreen gemacht. Aber ich spiele ja auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, der mir zur Verfügung steht. Da kriegt man wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Erfahrungspunkte, ne? So. Danach kann ich jetzt auch nicht so gehen. Mal schauen, was ist denn da schon wieder? Oh. Ach, warte mal. Nee, da ist aber okay. Karte war das. Ja, das ist ein Stufe Rot Gegner. Den sagen wir mal kurz hallo. Damit wir den verzeichnet haben. Hi. Natürlich Königsschweine, die Königssau, Animalia-Ring, warte mal, Ringe habe ich wahrscheinlich noch. Ja, bin ich noch am Leveln, wie blöd. Macht Drache? Wie ist denn das ein Drache? Nein, geh doch nicht immer auf den los, mit dem ich flüchten will. Au. Warum geht man, wie groß das Viech ist? So viel Schaden kriegen wir eigentlich gar nicht. Versuchen wir mal. Alter, kriegt der viel Schaden. Oh Mann. Ey. Na komm schon, wenn wir den schaffen, dann wäre doch so schön. Oh Gott. Sollte nur ein bisschen aufpassen. Im Moment sieht es gut aus. Am Anfang sind die Viecher sowieso immer einfach und dann geben sie uns irgendwie am Ende voll auf die Fresse. So, der Au, natürlich. Ich muss schon sagen, Rabbit schafft es sehr gut, irgendwie den immer zu betäuben. Dann kommt Eisen und macht seinen Drachen Angriff und dann macht er seine Dempsey-Rolle und dann ist er weg. Oh Gott. Au. Wupp. Ist mal geschafft. Geil, ne? Hat nur 200 Dinger geheilt, ey. Eisen. Jetzt geht wieder alles den Bach runter, ne?
jetzt noch mal aus. Da ist es. Okoro, komm du mal. Na, ich hab doch zwei gerückt. Boom. Kannst du mal auf? Ey, ich will immer auf den losgehen. Da kommt irgendjemand anders. Sehr gut. Was? Au. Nein, Hilfe, Hilfe. Ah. So, heil mich mal kurz. Ich heil mich mit dem Brecher nicht, weil ist das so unnormal. Da kommt schon, ich kriege mal da wohl. Aber schon sagen, boom. Oh Gott. Sehr gut, David, hau ihn kaputt. Alter. Sehr gut. So, betäubt den Eisen, du spuckst den an mit Feuer. Er spuckt ihn einfach nur an. Sehr gut. Ah, keine Erfahrungspunkte, stimmen. Waffenfähiges Azerit 5. Gewählt Charakteren, die Ausrüstung tragen, die insgesamt mindestens 25 mal aufgewertet wurden, einen Bonus von plus 1 für ihre anfängliche Seelenanzahl. Mhm. Müsste ich meine Sachen mal hochleveln. Ich habe 3 3 3 3, mit jedem 3 mindestens. Also bringt es jetzt nicht so. So, das finde ich, da war auch nicht so schwer, fand ich jetzt. Aber ich muss mal unbedingt zu den anderen Gebieten zurückgehen, wenn ich auch mal irgendwann zu den alten Gebieten zurückkehren darf, um meine, um die restlichen, oh Gott, Stufe Rot Gegner hier zu erledigen, die ich noch nicht habe. Oh Gott, aber ich kann ja nicht, weil ich da nicht zurückkehren darf. So, nur ein bisschen Bosheit da ausgemacht, meine Güte. Traumgelee hatte ich noch keinen, cool. Wir haben sich doch nur in Dämonen verwandelt, da ein Ort, meine Güte, wird her damit. Ich brauche die Dinger. Ich hätte immer einen Überschuss von den Dingern und jetzt gehen sie mir aus. 53. Jetzt echt jedes einzelne Ding einsammeln, was mir beim Weg läuft. Wie so ein Typ, der irgendwie Fallout spielt und jeden einzelnen Müll irgendwie mitnimmt, weil er noch nicht weiß, ob der irgendwie wertvoll ist oder nicht. Oder wie ich, wenn ich irgendwie Sachen im Fallout aufnehme. Gut. Hey, das kennen wir doch hier. Da ist gleich das Dorf. Da weiß ich doch. Ha. Cool. Ja, leider sehe ich nicht, wie das Dorf aussieht, obwohl wir ja eigentlich schon da waren, das wissen müssten. So einen habe ich noch nicht gekämpft, oder? Der Dorfbewohner? Verdammt. Das war doch verdammt nochmal. Mach 8 Treffer und drück L2, dann machst du eine Mystikart, ja. Seh's. Schon irgendeine andere kryptische Aktivierung, die hier vorausgesetzt wird. Nehmen wir das Spiel natürlich wieder nicht sagt. Dann tun wir eben Stufe 1 Music Arts den ganzen Tag raushauen. Bumm. Bäm, ist genauso. Okay, my spear shall pierce the heavens. Ja, Expedition. Bumm. Talismünzen. Nix. Nochmal dahin. Kann ich irgendwie. Ich habe schon alles da. Nur das Gebiet habe ich noch nicht gefunden. Was soll das eigentlich? Dann schicken wir irgendwo anders hin am besten. Vielleicht kann ich dann noch nicht freischalten. Vielleicht muss ich erst Level 20 oder irgendwie so sein. Also in Tipo-Inseln. So, irgendwer hat was gelernt. Du. Verteidigung plus 8. Fähigkeit gegen Biester plus 12%. Großen Wesen, Amorph-Gegner an. Was nehmen wir denn hier? Gegen Bestien, ne?
Mein Gott, gibt das viel Angriffskraft. So. So ähnlich wie in dem letzten Part. Ersten 20 Minuten kommen wir irgendwie gar nicht voran. Laufen nur durch die Gegend. In den letzten 10 Minuten tun wir die Story fortsetzen. Ist auch nicht so. Ist auch nicht so geil eigentlich, ne? Gut, speichern wir mal hier, weil ich habe ein böses Gefühl, ja. Was nichts passieren könnte. Wir uns in eine Falle, die Nico, und dann ging uns alle um. Warum sollte sonst hier ein Speicherpunkt direkt vor dem Ding sein? Hi. Unversehrt, hast du mal ihre Kleidung gesehen? あの日村は滅んだって。全滅すると頃だった。危うい だが希望を捨てないでくれ。そうだよ。あの子はまだ生きているんだから。生きて。あんたの家にいるわ。安心して。みんなで世話をしてきたから。そんな。ルルブット。 Ja. Ja, das ist mir ein bisschen zu verdächtig hier. Was ist hier los? Topaz, jetzt kriegen wir schon wieder neue Klamotten. Topazpapier, leck mich. Lerngeschwindigkeit ja damit. Ah, Topazschleife. Beutel, Art, Angriffskraft. Ey, Lafizette kriegt ja nur geiles Zeug. Was Weste? Nee. Chance SG kosten 2 Bieren. Ich hab schon wieder kein Geld. Weg mit dem ganzen Zeug hier. Wildspart Sachen, wir brauchten sowas. Für Bohr, wir brauchten sowas. Um wo ich das hier verkaufe. Ja, Lafayette ist am Leben anscheinend. Das klingt schon wieder ein bisschen zu schön. Ah, Fluss 15, was? Ja, mal sehen, wie das hier noch ausgeht, was hier passiert noch. Und ich nehme ja an, das ist irgendwie so eine Illusion. Kennt ihr nur die eine Olle aus Tales of Hysteria, diese jetzt eine Girl hier. Das muss ich noch. Welches irgendwie auch Illusionen erschaffen konnte. Vielleicht ist sie ja dafür zuständig hier, was hier los ist. Von der weiß man auch irgendwie nicht, was mit der passiert ist am Ende von Tales of Hysteria. Die ist einfach nur, weiß ich nicht, diese eine Höhle da abgehauen. Oder dieser eine Typ, der die Stimme von Dio hatte. Dieser Fuchstyp. Sind da, man weiß allgemein, ich habe irgendwie allgemein keine Ahnung, was mit einigen Charakteren passiert ist. Ich meine, gibt auch irgendwie, glaube ich, eine Anime von Tales of Hysteria. Vielleicht hätte ich mir die mal angucken sollen, um herauszufinden, was da los war, aber ich bin so faul dafür. Und ja, weiß ich nicht. Passt euch, ich habe nicht so viel Geld. Ich habe nicht so viel. Leck mich. Leck mich. Schleife, Topaz Weste, ich baue noch. Leck mich, ich baue noch 17.000. Ich baue noch viel mehr als da. Alter. Wahrscheinlich irgendein Müll, den ich hier verkaufen kann, oder? 12, ja super. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge dann, ne?
Verschwenderin, lass mich raten, ich kann jetzt hier nicht raus, ne? Nein, ich kann hier nicht raus. Geil. So, dann weiß ich nicht. Habe ich Geld? Ein bisschen, kann ich irgendwas kaufen noch? Ja, dann mach mal den alten längeren Part, den kauf hier ein bisschen. Tue ich halt ein bisschen kaufen, verkaufen. Dauert halt hier eine Ewigkeit. So, Schuhe, Feldpart, ja, wollte schon sagen. Feldspart meine ich. Feldspastenschuhe. Was? Boah. Verdammt. Da kann ich mir noch hier holen. Fußlos ringen. Ich habe noch genug Ringe. Beste Schleife nehmen wir nie rum. Er regt mich auf. Ich möchte alles haben. Ich möchte alles haben. Aber ich kann nicht alles haben. So, eine Waffe. Waffen haben wir, glaube ich, nichts gekauft, ne? So, ja, die konnte ich mir nicht leisten. Ja, eine Schleife. Du hast noch Westen, habe ich nicht. Monturen habe ich auch nicht. Ringe habe ich noch. Topaz-Stiefel. Chance SG kosten 2 Bier. Hm. Gut, okay. Was mein Offizier hat, aber ich hatte noch irgendwas. Ach, egal. Gut. Ausgefranste Schleife. Schon wieder eine neue. Giftungsfähigkeit. Warum ist sie so schwach? Seltenheit 1. Was zum? Ja, dann tun wir mal unseren totgeglaubten Bruder irgendwie einen Besuch abstatten. Weil warum nicht? Wie, was ist los? Was? Das habe ich doch, die Einhorn ist hier, ne? Okay, jetzt das geht schon wieder hier. Zeit fressen, dann tun wir im nächsten Part Offiziell besuchen. Okay. Mädelstruppe. Mein Gott, Love ist jetzt persönlicher Harem. Mein Eleanor und Velvet stehen auf den irgendwie, oder also nicht stehen auf den, ist jünger, also wo ist ein Malak? Er hat nicht direkt ein Alter, ne? Schauen wir uns hier noch um. Gehen wir in der nächsten Folge Lafayette besuchen. Wäre interessant, wenn Lafayette, also unser Lafayette, den richtigen Lafayette begegnet. Ich sehe auch schon irgendwie kommen, irgendwie. Velvet denkt dann irgendwie, unser Lafayette ist irgendwie nicht mehr von Bedeutung oder so. Jetzt da der richtige Bruder am Leben ist. Irgendwie so warten, ne? Ich sehe auch schon irgendwie Konflikte hier entstehen. Upp, Kräuter. Boom. Kräuterbutter. Ja, das wird heftig. Aber ja, ich sag doch irgendwie, was mit Illusionen. Die eine Olle aus Testisteria, die kommt hier noch vor. Ich sag das noch hier, ne? Helldive, da kommt auch irgendwann hier vor, ne? Ne, da kann ja eigentlich nicht sein. Das ist ja nur ein paar Jahre oder so vor Testisteria passiert und nicht 1000. Weil da ist ja ein Prequel hier von Testisteria, habe ich das schon mal erwähnt. Gut, dann muss ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas anderes Geiles und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!